So, hallo, da sind wir wieder. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ja. Alles klar. Ich habe jetzt das Game mal ein bisschen länger laden lassen, um dass hier die Texturen keine Fehler machen. Wir haben Level 4 erreicht. Das letzte Mal. Jetzt töte ich mal noch so einen Plateaufuchs. Einfach so aus Spaß. So. Ja, den können wir sogar plündern. Oder? Warum stirbt er denn nicht? Ah, jetzt hat. Alles niemand. So. Dann wollten wir diesmal eine Quest beginnen. Fangen wir mal mit der davon an. Die wird da so mit so einem Streifen angezeigt. Gucken wir mal, was die zu sagen hat. Jetzt hängt es gerade. Wie spreche ich dir jetzt an? Ah ja. Heute werden wir viele Viran an den Tiro-Ritualen teilnehmen. Du solltest mit Hangarde am Schnee beginnen. Okay. Belohnung EP 110 und Münzen 33. Nehmen wir mal an. So. Angenommene Quest, das Übungsgelände. So. Wo muss ich hin? Da bin ich überfordert schon. Wo fängt denn die Quest an? Kann ich die nicht anklicken? Bin schon wieder völlig überfordert. Bin auch mit den Gedanken noch ein bisschen woanders. Nämlich bei fucking Steam. Da habe ich heute mich ziemlich geärgert. Oder ärgere ich mich immer wieder. Wozu braucht man so einen Quatsch überhaupt? Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Macht mir nur Probleme beim Spiele starten. So, hat das was mit meiner Quest zu tun gehabt? Nein. Ah, da unten ist was blau leuchtendes. Das könnte mit meiner Quest zu tun haben. Schauen wir mal. Gehen wir mal in den Rennmodus. Windstein. Berühre den Windstein. Abschließen. Okay. Ja. Schaut euch mal den Hasen an, der ist ja riesig. Lucius, so. Und jetzt hat. Den roten Pfeil folgen. Schauen wir mal. Ja. Für frische Spieler ist das alles ein bisschen winzig beendet, hä? Für Einsteiger ist das alles ein bisschen kompliziert, würde ich mal sagen. Da vorne leuchtet noch ein Stein. Hat das was damit zu tun? Schauen wir mal. Nee, das hat... Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Habe ich irgendwie was übersehen, was die mir sagt? Bei der war man, ne? Sprechen wir das einfach nochmal an. Plus, sag mir was Neues. Ist das da Komfortmenü? Ja, jetzt habe ich eine Quest angenommen, habe aber keine Ahnung, was ich tun soll. Hm.
schon ein bisschen seltsam. Schauen wir mal hier durch. Charakterinfo, Beutel, Questbuch. Gehen wir mal hier hin. Also, das Übungsgelände. Sprich mit Kanga auf dem Schneelöwen-Übungsgelände. Sprich mit Kanga. Quest abgeschlossen. Ach so, ich habe sie anscheinend abgeschlossen. Oder nein? Heute werden vier Tiro-Rituale teilnehmen. Du solltest mit Kanga auf dem Schneelöwen-Übungsgelände beginnen. Er wird dir eine Aufwärmübung geben, um dich auf den Rest des Tages vorzubereiten. Berühre den Windstein, damit du ihn schneller erreichen kannst. Du willst doch nicht, dass irgendein anderer Firan deinen Platz einnimmt. Ich habe den Windstein gedrückt und jetzt... ist ein bisschen blöd. Habe ich gedrückt? Was denn nun? Ach so, verstehe. Verstehe nicht. Verstehe überhaupt einer. Okay, so kommen wir hier nicht weiter. Keine Ahnung, was das soll. Ich gehe dann mal weiter in die Richtung und werde mich mit einer anderen Quest beschäftigen. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Obwohl, da ist immer noch die 1, dieser Pfeil. Vielleicht hat er eine Bedeutung jetzt. Ah, Kanga! Ja. Der Kanga. Ja, da sind wir jetzt. Den wollten wir doch finden. Ah, Lulela, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass du aussteigen und deine Reifeprüfung auf nächstes Jahr verschieben willst. Krieg ich eine Belohnung? Was ist das? Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Deine Fähigkeiten sind nicht geringer als die der anderen Teilnehmer. Und so wie es aussieht, hast du auch du ein gutes Recht darauf, an den Prüfungen dieses Tages deine Pfote zu versuchen. Deine Pfote. Meine Güte, was ist das denn für einer? Nun gut, annehmen. Belohnung. Pochendes Herz. Weiter. Lockern wir deine Muskeln ein wenig. Text ist immer unten. Warum? Du kannst damit anfangen, den einen oder anderen Plateaufuchs zu jagen. Die wimmeln nur so von Flöhen, also würdest du auch dem Lager einen Gefallen tun. Mir juckt es an allen Stellen, die ich vorher gar nicht kannte. Okay, annehmen. Probieren wir es halt einmal. War ein bisschen komplizierter, jetzt zurechtzufinden. Man wird ein bisschen reingeworfen. Gut, liegt vielleicht daran, dass ich nicht so viel Vorerfahrung mit solchen Games habe. Wo sind sie denn jetzt alle, die Füchse? Jetzt finde ich nur erwachsene Schneelöwen, na toll. Das war ja klar. Kaum habe ich eine Aufgabe. Jetzt laufe ich hier hinter dem Zelt rum. Aber da müssten eigentlich irgendwo so Füchse sein, so Plateau-Füchse. Na komm, wie groß ist denn das Zelt? Oh. Ein Schneelöwe, na toll. Die waren jetzt hier überall, diese blöden Füchse. Und jetzt finde ich keinen mehr. Vorne sind welche. Da gehen wir hin. Machen wir mal Rennen hier. Jetzt mal schneller. Ah. Werden schön markiert. So. Du. Einen haben wir besiegt. Wie viel? 3 Stück. Okay. Naja, das ist das wenigste Ding. Und wir haben ja schon ein bisschen vorgelevelt. Ganz einfach aus dem Grund, da ich die immer ein bisschen vorleveln. So. Flapp, haben wir den zweiten Fuchs getötet. Und dann brauchen wir noch einen dritten. Dann haben wir alle guten Dinge sind 3. Nehmen wir dich. So. Wunderbar. Das ging ja einfach. Dann gehen wir mal zurück zum Questgeber, den
Wie hieß er? Ah ja, auf jeden Fall ist jetzt ein Fragezeichen über ihn, das heißt, dass ich es geschafft habe. Hier blendet sich immer was ein, aber ich weiß nicht, was es ist. Wird nicht richtig angezeigt. So. Hervorragend, jetzt wirst du dir später keine Muskelzehrung holen. Okay. Belohnung. Du bist immer hoch. Hör mal, ich weiß, dass du bestimmt nervös wegen deines Rituals heute bist. Darum habe ich arrangiert, dass du mit einigen dieser Schnürlübjungen spielen kannst, bevor du ins Lager gehst. Sie sind noch jung und etwas erschöpft von ihrem ersten großen Trainingstag. Aber eines Tages werden sie ehrfurchtgebietende drei Tiere für die tapfersten Firankrieger abgeben. Okay. Natürlich sieht man sie hier auf Hanaria oft. Aber auf Auroria sind Schneelöwen fast ausgestorben. Erst als der legendäre Held Taiyang ein abgeschiedenes Rudel entdeckte, konnten wir... Hallo? Ich bin jetzt nur runtergegangen, na danke. Ja, das hatten wir schon. Konnten wir wieder die Reittiere unserer Vorfahren nutzen. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist ein bisschen blöd gemacht vom System her. Warum suchst du nicht ein Junges aus, das dir gefällt, und versuchst es aufzuheitern? Man ist nie zu alt, um mit einem Schneelöwenjungen zu balgen. Okay. Ja, dann nehme ich mir mal so ein Schneelöwenjunges mit. Das da hier sieht ganz schick aus. Okay, ich bin faul, ich nehme das nächstbeste. Ja. Oh mein Gott, oh süß. Das ist ja. Ja, wenn mich mit dem Tier geballt, was das auch immer heißen soll. Oh mein Gott. Das ist echt irre. Jetzt sind wir dann noch im Sonnenlicht rumgesessen. Ah nein! Durch den Trailer sind jetzt alle Sachen wieder verschwunden. Das passiert mir recht gern, wenn ich neu lade. Naja. Beide versteht euch ja gut. Ich sehe schon, dass du ein guter Besitzer sein wirst, wenn du eines Tages deinen eigenen Schneelöwen aufziehst. Belohnung. Okay, danke. Du bist bereit. Es wird Zeit für dich, nach Whisperwind zu reisen, um dich mit dem Trio-Ritual zu stellen. Okay. Einige Leute sind schon ziemlich gespannt, wie du abschneiden wirst. Okay. Zum Beispiel scheint Bashe Gefallen an dir zu finden. Du solltest ihm einen Besuch abstatten und dir von ihm Glück wünschen lassen, bevor du mit Mara sprichst. Okay, ich muss mit Bashe reden. Ich bin eine lesbische... Nein. Okay, annehmen. Dann gehen wir halt zu diesem Typen. Wo ist er denn? Wo ist mein Questfall? Jetzt sieht man wenigstens alle wieder. Also, es ploppt leider ein bisschen auf. Das habt ihr schon gemerkt. War jetzt auch dieser Kuscheleinsatz mit dem Tier dran schuld. Aber nicht so schlimm. So. Bashi, schauen wir mal. Huschen wir mal dorthin. Also das Rennen finde ich sehr cool. Reisender Händler. Da werden wir wieder von Namen erschlagen. Das ist echt ein bisschen übertrieben. Ich muss nochmal irgendwie herausfinden, ob ich das auch abschalten kann. Was war das denn? Ah ja, jetzt ploppen sie gleich wieder auf. Also da muss ich auch nochmal schauen, ob ich das irgendwie verbessern kann. Weil das ist schon ein bisschen blöd. Funktioniert zwar, aber das Aufploppen gefällt mir natürlich nicht. Da ist Bashi. Wir sehen ihn noch nicht. Aber gleich werden wir ihn sehen. Willkommen, ich habe schon auf dich gewartet. Mhm. Dann ist es heute endlich soweit. Mhm. Ich weiß noch, als mein Neffe Udune sein Trio-Ritual ablegte. Er konnte vor lauter Aufregung kaum stillstehen. Also werde ich dir dasselbe sagen, was ich auch ihm gesagt habe. Während des Rituals,
dann wirst du dich bestens fühlen. Hinter meinem Zelt solltest du einige Allraunen finden. Warum erlegst du nicht ein paar und bringst mir die Allraunenwurzel? Okay. Warum ploppt er denn jetzt nicht auf? Das nervt mich jetzt schon wieder. Es baut sich alles viel zu langsam auf bei mir. Das ist... Dabei sind wir gerade bei 7 Fraps. Das ist doch nicht normal. Na gut, wenigstens sehen wir die Allraunen. Können wir schon mal die erledigen. So, Nummer 1 ist besiegt. Also es hakt schon wieder an der Grafik, das gibt's doch nicht. Jetzt lief's das letzte Mal so gut und jetzt diesmal macht es mir wieder Probleme. Warum? Und das ist Steam. Das hasse ich an Steam. Irgendwie habe ich immer Probleme mit sowas bei Steam. Wenn ich jetzt ein altes Spiel spiele, wo man noch ganz normal installiert, da habe ich keine Probleme. Nur bei Steam. Warum kann ich den jetzt nicht mehr plündern? Ah, ich bin zu weit weg. Schäbiger Tresor des Farmers. Mhm. Also fuck off Steam. Mir geht diese ganze Steam-Kacke so auf den Keks. Da muss ich mich jetzt wirklich mal bösartig ausdrücken. Ich habe ständig Probleme, Spiele zu starten. Nur wegen Steam. Ich meine, ich kaufe mir... Das habe ich mir jetzt nicht gekauft, das ist kostenlos. Aber ich habe mir schon ein paar Games im Laden gekauft. Die hätten bei einer normalen Installation nie Probleme gemacht. Aber mit Steam, da hat man Probleme. Vor allem, weil man dazu gezwungen wird. Das ist ja eigentlich schier unmöglich, das zu umgehen. Ich meine, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht gibt es ja eine. Aber ärgern tut mich das sehr. Weil immer muss erst Steam öffnen, was mein PC, der nicht so perfekt ist, sondern schon sehr belastet. Da gibt es dann meistens auch noch irgendwelche Probleme mit Steam. Ich weiß nicht warum. Das Spiel konnte nicht geöffnet werden. Frage Steam, bla bla bla. Da kriege ich so einen Hals. So, jetzt haben wir diese ganzen Allraunen Wurzeln. Und ich finde es überhaupt sinnlos, dieses Steam. Was soll das? Ich meine, klar, die ganzen Spiele, die wohl auf Green geschaltet werden sollen. Ja, aber sagt mal Leute, auf Grün schalten, auf Grün schalten. Ihr wollt doch Geld mit euren Spielen verdienen. Warum müsst ihr da mit Steam euch verbinden? Das ist so sinnlos. Ich glaube, Steam hört mir einfach zu und deswegen läuft das ja alles nicht so, wie es soll. So. Es hakt, ich verstehe es nicht. Warum hakt es? Ich bin auf 6 Fraps. Kann ja gar nicht sein. Dann habe ich auch noch Game Booster an. Ist doch nicht normal. So, jetzt sind wenigstens die Leute da. Jetzt sehe ich wenigstens, wo ich hingehe. Jetzt ruckelt es schon beim Umdrehen. Was ist denn los? Sind meine Grafikeigenschaften noch runtergedreht? Muss mal glatt gucken. Nicht, dass sich das automatisch wieder umstellt. Das ist schon mal falsch. Ich habe hier die Lösung 120. Ja. Was soll denn das? Warum ist das jetzt verändert gewesen? Das habe ich. Besser. Nee, ich habe mir ein Spiel neulich gekauft im Laden und wollte das dann spielen. Und dann wurde ich wieder zu Steam gebeten und das finde ich sowas von falsch, sowas von link. Ich kaufe mir ein Spiel, installiere es und dann habe ich mit Steam zu tun. Ich möchte mit Steam nichts mehr zu tun haben. Ständig habe ich Probleme mit denen. Und das geht aber mir nicht nur bei Steam so. Alle benutzen ja jetzt irgendwelche Portale wie Steam. Ich sage jetzt mal Portale dazu. Oder Klient? Sagt man Klient? Ich weiß es nicht. Ich bin da noch zu unerfahren für. Und irgendwie tut das auch die Spielbarkeit kaputt machen.
Optionen, die Einstellung beibehalten, beibehalten nur. Die Spielbarkeit macht das für mich kaputt. Ich hocke da erstmal da und darf mich bei irgendeinem Steam-Scheiß anmelden oder bei anderen Klienten und dann habe ich erstmal stundenlang zu tun, mit denen zurechtzukommen, etc. Dann starte ich das Spiel und es geht nicht, weil Steam einen Fehler anzeigt. Steam! Nicht das Spiel, sondern Steam. Da geht mir die Hutschnur hoch. Hast du die Wurzeln? Gute Arbeit. Nur einen Moment, dann bereite ich die Tabletten für dich vor. Okay. So, hier bitte. Also der schaltet irgendwie hier immer eins weiter. Warum, weiß ich nicht. Ich muss immer zurückgehen im Text. So, hier bitte. Die frischesten und stärksten allraune Pillen. Wenn du auf dem Weg zu Zeremonie in Udune bist, siehst... wenn du Zeremonie... Wenn du zu Udune ziehst... Ah ja, Udune ist der Name jetzt. Wenn du auf dem Weg zur Zeremonie Udune siehst, würdest du ihm dann welche geben? Nicht, dass sie ihm ausgehen, bevor seine Prüfung... Ja, verdammt! ...zu Ende ist. Also das ist ein bisschen blöd gelöst mit dem Text hier. Gefällt mir gar nicht. Da muss ich hier immer seitlich erst... Man sieht leider nicht meinen Mauszeiger. Man muss dann immer seitlich erst hochgehen, um dass man den Anfang des Textes sieht. Und irgendwie peile ich es noch nicht ganz. Ich hoffe, du und Udune kommt sicher durch das Ritual. Ja. Ich hoffe es auch. So, wo muss ich jetzt hin? Laden. Stoffrüstung. Erz. Ach, das ist das, was ich alles habe. Goldholzarbeit ist ein Holzstuhl. Ist ein bisschen unübersichtlich. Wo bin ich denn hier? Ach, da kann man schon bauen. Das ist dann quasi zum Bauen der Laden. Ich will aber jetzt mal zum normalen Shop. Ich brauche einen Grog. War das gerade japanisch? Okay. Da gibt es wahrscheinlich Waffen, aber ich brauche erstmal Kleidung. Das sieht nach Kleidung aus. Kesare, der Tigerauchsüchtige. So. Warum ist es denn auf Japanisch? Ist es auf Japanisch gestellt? Haben die nicht auch schon Deutsch gesprochen? Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Münzen. 7 Silber und 99 Bronze. Das sieht schlecht aus. Ja, da kann ich mir noch nichts leisten. Absolut nichts. War ja klar. Naja gut, wir sind ja noch ganz am Anfang. Wird schon noch kommen. Müssen wir eben weiter nackt rumlaufen. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Also einsteigerfreundlich finde ich es nicht. Man wird hier nicht so herangeführt, wie man das jetzt erstmal bräuchte. Jetzt will der wieder was von mir. Ich verstehe es nicht. Naja gut, dann gehen wir halt zu ihm hier. Der zeigt mir gerade eine Quest an. Probieren wir es mal an. Nur einen Moment, bevor du dich deiner Prüfung unterziehst, könntest du hinten in unserem Zelt etwas Farnkraut für mich pflücken? Der Mahara hat gesundes Essen für all die jungen Firan, die am Tiro-Ritual teilnehmen, angefordert. Aber ich benötige Farnkraut, um dieses Gericht zuzubereiten. Könntest du mir etwas besorgen? Ja, Farnkraut, genau. So, gut, dann müssen wir Farnkraut besorgen. Warte mal, da ist eine 1 und da ist eine 2. Jetzt werde ich mit dir verwirrt. Hätte ich schon eine andere Sache machen müssen? Naja gut, gehen wir mal der 2 nach. Ah, da sehe ich schon was leuchten. Alles leuchtet. So. Ich glaube, das ist sowas. Probieren wir es mal. Ja, Farnkraut. 2 von 5, okay. Das ist das nächste Farnkraut. Nehmen wir das auch mal. So, brauchen wir noch 2. Eins hatte ich anscheinend schon.
Ja, die Aussichten sind gut. So. Wieder eins genommen. So, jetzt nochmal 5. Haben wir schon fertig. Gut. Ich, alter Pro-Gamer, ich. Hohoho. So, bringen wir den mal sein Stuff. Check, 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 check. So. Da bin ich wieder. So. Danke, du bist zur Zeremonie da, richtig? Grüße unseren Udune, wenn du ihn siehst. Okay. Du kannst ein neues Skillset erlernen. Um das Fenster zu öffnen, klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K. Okay, ich kann neue Skills machen. Mal gucken. 2 Punkte, jetzt kann ich das da hier skillen, oder? Hey. Warum habe ich denn das jetzt festkleben? Ich kapier's nicht. Okay, machen wir nochmal zu und drücken nochmal K. So. Kann ich das jetzt nicht irgendwie erweitern? Also zurechtfinden muss ich mich hier auf jeden Fall noch. Das ist... steht denn die Anforderung? Naja, manche sind anscheinend anders zu sprechen. Rang 2 Mana, Reichweite. Aber nirgendwo steht, wie ich das jetzt verbessere. Ich kapiere es nicht. Gut. Wir werden uns damit später eingiebig beschäftigen. Noch kommen wir aber ganz gut zurecht. So, jetzt gehen wir mal auf die 1 zu. Da wieder ein Textstreifen, aber es kommt kein Text. Was läuft hier falsch? Jetzt wird's dunkel. Aha. So. Axtförmige Questmarkierungen kennzeichnen tägliche Jagdquests. Aha. Ist das schon da, wo wir hin müssen? Nein. Wir müssen der 1 folgen. Okay. Also die 1 da am Boden finde ich auch nicht so schön gemacht. Sieht ein bisschen hinderlich aus. Hätte man eher so einen Aura-Streif machen können oder irgendwas anderes. Ich finde diese Texterschlagung hier schrecklich. Das muss ich wirklich mal sagen. Das ist eine große Kritik, die ich ansetze. Man wird von Textgeflimmer erschlagen. Man muss nicht so weit gehen. Na gut. Jetzt soll auch meine Energie zu Ende. Da ist Udune. Udune. Endlich. Warum hat sie denn jetzt wieder ein Herz über den Kopf? Sag mal, was läuft denn hier? So. Allround-Pill meines Onkels. Normalerweise lache ich über seine verrückten Mittelchen, aber im Moment ist mir alles recht. Ich starte diese Klippen jetzt schon seit Ewigkeiten an und versuche meinen Mut. Für die Klettertour zusammenzunehmen. Bei diesen Prüfungen sind schon Menschen zu Tode gekommen, weißt du? Okay, annehmen. Ich habe jetzt zwar nicht ganz verstanden, was er von mir will. Ja, und jetzt, wo ist mein Pfeil? Ich werde noch verrückt hier.
Also es ist wirklich nicht leicht, sich zurechtzufinden. Ansprechen kann ich ihn auch nicht mehr. Ich mache mal ins Questbuch. Läuft. Null. Also ich habe im Moment keine Quest. Das war jetzt anscheinend abgeschlossen. Schon etwas verwirrend. Ich habe gedacht, ich müsste ihm was... Naja, egal. Gut. Also die Quests sind hier irgendwie sehr bescheiden beschrieben. Vor allem, weil ich immer den Text hochscrollen muss. Das ist irgendwie sehr nervig. Laufen wir mal zurück und machen diese Tagesjagd, was auch immer das sein soll. Wenn gar nichts mehr funktioniert, dann spammen wir hier diesen Chat zu. So, jetzt bin ich wieder zurück. Oh, das finde ich wieder cool. Au! Zum Glück tötet es mich nicht. Das sind diverse Gefährte. Gut, da ist die Axt. Da gehen wir jetzt hin. Schauen wir mal, was wir hier rausfinden. So. Seit Generationen jagen junge Feranen Plateau-Erdelementare, um ihre Tapferkeit zu beweisen. Wer sich an den Werdeklipp versuchen möchte, ist gut damit beraten, seinen Können zuerst auf die Probe zu stellen. Okay. Jetzt hat mir aber nichts gesagt, was ich tun soll. Was ist denn das? Besiege Plateau-Erdelementare am Fuß der Wertkippen. Okay. Ja, das ist ja kein Problem. Sehr gut. Unbekannte Rüstung der Schattenklinge. Sehr gut. Damit hätten wir Nummer 2 besiegt. Geldbörse des Farmers. Der Farmer scheint seine Geldbörse ziemlich oft zu verlieren. So, Nummer 3 besiegt. Geldbörse des Farmers. Seltsamer Name. Soll das was mit Farming zu tun haben? Also manche Dinge sind schon etwas unverständlich. Dafür gefällt mir dieses Spiel vom Aussehen her sehr gut. Wäre natürlich scheiße, wenn dann das Gameplay von Arsch ist. Ich weiter solche Probleme mit Steam habe. So. So, los, 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 töte ihn. Wieder ein Hänger. So, Geldbörse des Farmers. Kann man dann auch mal. So, jetzt müsste ich ja alles haben. Waren das nicht 4, nicht 5? Ne, ich hab's geschafft. Wo gebe ich jetzt das Ganze ab? Die Quest? Ich kapier's nicht. Ich bin voll im Bilde über nichts. Es ist nur noch ein Wegweiser, na wunderbar. Gut, wir haben jetzt mal zwei Quests, drei Quests gemacht. Hab noch ein bisschen Probleme mit der Grafikeinstellung. Also irgendwas haut noch nicht so ganz hin. Ich schieb's mal auf Steam erstmal. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht.
Dann bis zum nächsten Mal.